Hallöchen. So, heute basteln wir mal hier aus diesem Block Männerkarten. Ich habe schon gerade eine gebastelt und zwar eine große zum Ruhestand von einem Kollegen. Und dazu habe ich auch aus dem Block halt hier das Papier verwendet, das und das und das. Und ich habe dabei festgestellt, ich habe einen einzigen Spruch zum Ruhestand. Ich habe 1000 Stempel, aber nichts für den Ruhestand. Ist doch nicht normal, oder? Könnt mir ja mal Tipps geben, was ihr so für Stempel für den Ruhestand habt. Vielleicht gibt es ja irgendeine Herstellerfirma, die besonders darauf spezialisiert ist. Dann sagt mir gerne Bescheid. Okay, dann würde ich mal sagen, suche ich mir hier mal ein bisschen was raus und dann sehen wir uns zum Basteln ohne Ton wieder oder hören uns am Ende des Videos mit den Ergebnissen. So, ich habe mir eine Grundkarte selbst gemacht, einfach ein A4-Blatt bei 10,5 durchgeschnitten, längs und dann eine Hälfte gefaltet. Hier habe ich noch außerdem für ein Pop-up-Element ein 15x15 großes Blatt, was ich jetzt zweimal zum Buch falte, wie wir so schön sagen beim Falten. Also einmal in der Mitte und dann drehen und nochmal in der Mitte. Dann drehe ich mir das um, also wo nicht Motiv drauf ist, und falte es nochmal zum Dreieck. Und schon haben wir ein Pop-up-Element. Ich schneide mir jetzt noch die Ecken ein bisschen gerade, weil ich nicht gerade gefalzt habe. Das könnte ja, wie gesagt, man muss nicht immer 100% arbeiten und kein Mensch sieht das. Man muss es nur irgendwie wieder ausgleichen können. Okay, also wie gesagt, wir machen jetzt hier so eine einfache Pop-up-Karte, also die einfachste Version, die ich so kenne. Wir drücken jetzt die Seiten nach innen und dann entsteht so ein Viereck und da muss man halt gucken, so wie ich das hier tue, beim Aufklappen der Karte, wie unser Motiv am besten aussieht. Dann verkleide ich mir natürlich noch meine Karte von innen ein bisschen mit dem Cardstock aus dem Block. Dann gucke ich, wie rum das Motiv richtig ist, versehe meine beiden Seiten dort mit Klebeband, gut haltendes. Ich habe da das von Kreativ Bunt. Dann klebe ich, wie gesagt, erst die eine untere Seite fest, also löse von beiden Seiten das Klebeband. Klebt die untere und die obere Seite fest, also erst unten schön mittig ausrichten, dann eben oben abnehmen und dann einfach die Karte zuklappen und fertig ist das Pop-up-Element. Dann habe ich noch ein bisschen dekoriert, das habe ich außerhalb der Kamera getan. Und zwar habe ich mir dieses Saloon-Thema jetzt rausgesucht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wem ich die Karte schenken soll, aber irgendwie ist sie dann doch witzig. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich will jetzt da in der Mitte noch bitte Lächeln hinstempeln oder überhaupt ein Stempel hinstempeln. Das solltet ihr natürlich eher vorher machen, bevor die Karte fertig ist. Denn das ist jetzt, wie ihr gleich sehen werdet, sehr, sehr schwer, diese dicke Karte gleichmäßig zu bestempeln. Weil ja innen drin schon ein Pop-up-Element ist. Ja, seht ihr, da fehlt halt die Hälfte vom Spruch. Ist ja logisch, weil die Karte so ein bisschen nach unten da an der Stelle geht. Jetzt stelle ich mich so ja hin und drücke mit aller Gewalt, deswegen wackelt auch alles, mal eben den Spruch darauf. Joa, läuft bei mir. Aber egal, am Ende hat es dann doch geklappt. Zur Not kann man ja auch mit dem Stift nochmal nacharbeiten. Und ja, wie gesagt, das soll so eine kleine ironische Karte werden. Deswegen habe ich gedacht, passt dieser Spruch bitte lächeln sehr gut. Dann noch hehe, oder so ähnlich. Und dann noch ein bisschen Band, damit eben die Tür dann auch zuhält. Ist jetzt mal der Teil von außen auf jeden Fall, der Deko-Teil. Wir gehen gleich nach innen. Dafür habe ich mir diese barbusige Frau da rausgesucht und die anderen Elemente. Also der Block ist ja schon so ein bisschen thematisch je Seite aufgebaut. Also auf einer Seite sind halt diese Cowboy-Motive alle. Die suche ich mir jetzt so zusammen und schieb sie halt jetzt so in die Karte rein. Klapp die so ein bisschen hoch und markiere mir da, wo eben so der Kleber hinkommen könnte von dem Pop-up-Element. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. Ihr müsst halt euer Pop-up-Element so drapieren, dass es im geschlossenen Zustand nirgendwo aneckt. Und den Teil, den ihr eben festkleben wollt, also die Rückseite so ein bisschen markieren. Naja, probiert euch einfach aus. Wenn ihr dazu nochmal eine genauere Anleitung wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, dann denke ich mir nochmal was aus. Wie gesagt, jetzt drapiere ich mir da alle möglichen Elemente, die ich denke, die passen könnten. Von dieser Cowboy-Seite und ja, da ist noch der Happy Birthday bei. Dann noch hier und da einen kleinen Spruch aus dieser Seite, von dieser Seite, damit da ein bisschen was los ist. Und ja, dann zum Schluss mache ich unten noch ein bisschen weißen Cardstock hin, im unteren Teil der Karte, damit wir auch noch drei, vier Zeilen als groß schreiben können. Und ja, hier drapiere ich jetzt erstmal nochmal alles. So lange, bis ich meine, dass es das eigentlich nett aussieht.
Und ja, danach ist die Karte dann auch fertig. Ach nee, wir machen noch das Bindeelement an, du. Naja, schaut mal noch ein bisschen zu. So, da habt ihr gesehen, wie ich das letzte Schriftelement eingeklebt habe. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich noch das Band hinten befestige. Dafür habe ich ein bisschen Klebeband hinten, so in der Gegend, wo vorne die Tür ist. Hingemacht, meine Kordel da angebracht mittig und überklebt das Ganze jetzt noch mit diesem Stück. Also es ist auch ein Standsteil aus dem Block drüber und ja, dann dekoriere ich das auch nochmal mit dem. Mit dem komischen Nivelle-Gedöns da und so ein bisschen For You. Einfach damit hinten auch noch mal ein bisschen was los ist. Nur mehr passiert da, glaube ich, jetzt nicht mehr. Naja, doch, dann finde ich noch den Cowboy-Hut und den Cowboy-Stiefel, weil jetzt irgendwie obenrum so leer aussieht. Das packe ich da auch noch rauf. Aber dann ist es wirklich fertig und dann habe ich den Rest aus der außerhalb der Kamera gemacht. Der Karten, das hat mich echt auch irgendwie einen ganzen Samstag gekostet, fast, um da 12 Karten rauszuwürgen. Und ja, also ich finde den Block echt schwierig. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das so fandet, ob ihr den Block auch habt, ob ihr den schon benutzt habt und ob ihr das auch schwierig fandet. Also. Wir hören uns gleich wieder. So, ihr Hasen, ich habe jetzt noch ein paar Karten gebastelt. Insgesamt habe ich jetzt mit unserer zusammengebastelten 12 Karten. Ich habe immer noch hier Papier, ich habe auch immer noch massenhaft Teile, also zwei, drei Karten, da gefallen mir die Motive noch, aber der Rest fliegt einfach weg. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich mir diesen Block gekauft habe. Wie immer frage ich mich das auch so weit, ja, ich mache keine Lagerfeuerparty oder irgendwas, also ich weiß es nicht, was soll ich damit machen? Kommt weg. Naja, nichtsdestotrotz will ich euch trotzdem mal meine Ergebnisse zeigen, also meine Favoriten habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Die Karte kennt ihr ja schon. Die haben wir zusammengebastelt. Dann habe ich hier so mit dem Fußball gedönst. Ich dachte, also ich weiß, also wie gesagt, fast alle Karten sind so. Ich weiß nicht, wem ich sie schenken soll. Ich kenne so Leute nicht. Aber wer jetzt Kinder hätte, der könnte natürlich hier seinem Sohn oder Tochter oder wem auch immer mal so eine Motivationskarte schicken. Dann, wenn man einen Vater hätte, habe ich auch nicht mehr, könnte man ihm diese Karte schicken. Finde ich auch gar nicht so schlecht geworden. Ist vielleicht ein bisschen viel los, aber eigentlich, ja, ist die ganz hübsch. Dann, wer einen Garten hat, kann hier mal so eine Grillparty-Einladung machen. Habe ich auch nicht. Auf meinem Balkon ist zu wenig Platz. Dann, ja, zum Geburtstag für einen Mann. Ja, ist nur ganz okay. Vielleicht für meinen Kollegen. Mal gucken. Dann, die geht schon wieder. Also da waren ja drei so Katzenmotive drin. Wobei ich mich auch frage, für einen Mann, weiß ich nicht, was soll das bedeuten? Ich habe es auch nicht so richtig rausgekriegt. Hier habe ich die Stanzen noch von SU verwendet. Die hier ist auch ganz schön. Hier habe ich auch mal embossed. Das sind die, ich hatte ja noch gefunden, habe ich wieder ja nicht verwendet. Ich hatte ja so verschiedene herzlichen Glückwunsch von Dani Preuß. Dieses Geburtstagskit von Dani Preuß hatte ich mir bestellt. Da habe ich das genommen und mit Bronze embossed, aber ihr seht schon, das ist ein bisschen verwischt so. Aber ja, finde ich, ist okay. Dann hier so, ja, ist ein bisschen durcheinander, aber
Ja, kann man auch mal nehmen, vielleicht für einen wirklich älteren Herrn oder vielleicht auch für so eine Art Spieleabend oder pf, ja, keine Ahnung. So, jetzt kommen meine Favoritenkarten, die ich wirklich auch verschenken werde. Der Spruch hier ist auch von Danny Preuß. Hier habe ich einfach, wie gesagt, nur eine Mattung aufgesetzt. Dann diese Zahnräder mit dieser Hemdblusen, eine Flasche Bier. Ich finde, ja, das kann man divers für Männer einsetzen. Dann die hier finde ich auch total witzig, wobei ich hier auch nicht weiß, wem ich die schenken soll. Aber ja, also hier, wie gesagt, das Hemdmuster und dieser Bart mit Schleife, also so Hipster-Bart-Typ, ne? Man-Cave habe ich mir sagen lassen, ist so Männerbude. Ja, keine Ahnung. Kenne ich jetzt auch nicht so Leute, dafür bin ich einfach zu alt. Dann hier total süß finde ich eigentlich die Karte mit dem Kater hier oder Katze. Die fällt mir echt gut. Kann man ja auch, naja, wobei doch ist eher für einen Mann. Dann die hier finde ich auch ganz gut mal als Gutschein. Der Spruch ist auch von SU. Wie gesagt, diverse Klamotten, so dass man so eine Art Klamottengutschein kauft hier von Karstadt oder für irgend so ein Outlet-Center oder was auch immer oder für einen Schneider vielleicht mal oder so. Ja. Und dann last but not least und zur Jahreszeit passend natürlich noch eine Karte zum Valentinstag. Die finde ich eigentlich besonders schön. Da habe ich im Hintergrund auch meine SU-Stempel verwendet und hier noch ein zusätzliches Herz ausgestanzt. Das Vellum natürlich und ja, die kriegt wahrscheinlich mein Mann zum Valentinstag oder so. Mal gucken. Also wobei Valentinstag ja nicht nur für Männer ist, für den Ehemann oder Frau, sondern auch für Freundinnen, aber ja, die finde ich echt schön. Da ist noch so ein paar Planeten drin in der Karte, da werde ich auf jeden Fall auch noch eine Karte machen. Und dann sind noch so Spielkarten drin, da werde ich auch noch mal was machen und mit diesem Motorrad, ja. Aber wie gesagt, jetzt erstmal diese 12 Karten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und konntet auch ein paar Ideen für diesen schwierigen Block finden. Und ja, es gibt schon 2 Videos, auch glaube ich, habe ich gesehen, von Elefantus Catus. Und von Kreativsucht, glaube ich, oder so. Naja, die haben auch schon, also wenn ihr einfach googelt Lux Paperblöcke verbasteln bei YouTube, dann findet ihr auch noch ein paar Anregungen zu diesem Block, den ich wirklich echt schwierig finde. Und das sagt mir jetzt auch wieder, ich meine, gut, dass Action zu ist, dass man nicht immer hinrennt und sich doch verleiten lässt. Also ich werde wirklich jetzt versuchen, ich weiß, Teig auch schon öfters gesagt, mich nicht da in diesen Sog reinziehen zu lassen, weil ich habe ja viele teure Marken jetzt auch zwischendrin mal ausprobiert und ich finde wirklich, dass das einfach sich mehr lohnt, weniger zu kaufen, aber dafür halt vielleicht doch ein bisschen hochwertiger. Weil was bei Action ja auch immer ein Problem ist, ohne meine Sprüche, meine Deutschen, ist es doch echt schwierig, da was zu machen. Die haben halt keine deutschen Sprüche. Also wenn ihr bei Action kauft, kann ich das verstehen, weil der Preis sehr günstig ist. Aber dann kauft ausgewählt und kauft euch auf jeden Fall eine gute Spruchmischung, so von EFKO oder von SU meinetwegen, wo so verschiedene deutsche Sprüche. Also wie gesagt, mein Favorit in diesem Jahr ist ja, sind ja die klitzekleinen Grüße von SU. Da ist ja alles bei für jede Gelegenheit. Und eigentlich würde ich gerne auch mal nochmal ein Video machen, wo ich wirklich jeden einzelnen dieser Sprüche, die da drauf sind, für jeden einzelnen eine Karte mache, dass ihr mal seht, wie divers das auch ist. Okay. Viel zu viel quaddelt wieder, aber ich hoffe, ihr hattet Lust, hattet Bock auf das Video und habt jetzt ein paar Ideen und ich wünsche, achso, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, welche Karte eure Lieblingskarte ist. Wie gesagt, meine sind die letzten 4. Die anderen sind auch okay, aber ich habe leider keine richtige Verwendung dafür. Ja, wenn jemand die haben will, kann er mir gerne auch schreiben. Ich schicke die gerne für die Portokosten natürlich zu. Okay. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!